Zeichen gesehen. Er sah sie seit Jahren schon und hatte immer wieder versucht, die Menschen zu warnen, doch nie wollte jemand ihm glauben. Jetzt war es passiert. Sie hatten ein Opfer dargebracht. Er umkreiste vorsichtig die Wiege, darauf bedacht, leise zu sein. Auf keinen Fall durften sie ihn hören. »Sie wissen, wer du bist?« Er duckte sich unter den bedrohlichen Flüstern, den scharfen Zischlauten, schüttelte den Kopf immer schneller, immer heftiger. »Was hast du getan?« »Nichts«, murmelte er, »aber konnte er sicher sein?« Es war Gift im Essen. Man mischte ihm Drogen hinein schon seit Monaten. Das waren sie, die Verborgenen, die Unsichtbaren, die ihn immer begleiteten, ohne sich zu erkennen zu geben. Ich weiß genau, was du denkst. Seine Unterlippe begann zu beben. Manchmal, wenn er weinte, verschwanden sie, als hätten sie bekommen, was sie wollten. Vorsichtig streckte er eine Hand aus und berührte das Bein in der weißen Hose. Jetzt fasst er ihn an. Leine. Er strich leicht darüber, zog dann die Hand zurück, als hätte ihn jemand schroff zurechtgewiesen. Dann schwiegen sie endlich. Sie. Die Gesellschaft. Die geheimen Brüder. Welche Angst ihm allein diese Worte einjagten. Hosenscheißer, kleiner Hosenscheißer, sie wissen, wer du bist. Wir wissen, wer du bist. Jetzt fasst er ihn an. Die Messer machten ihm zu schaffen. Sie ließen ihn zweifeln. Das Mädchen mit der Margarita im Haar hatte ein bezauberndes Lächeln. Der Kopf ist anmutig und ein wenig keck zur Seite geneigt. Eine Haarsträhne oberhalb der Stirn hat sich gelöst. Kräuselt sich sanft als kleine braune Wolke über der linken Augenbraue. Sonnenstrahlen tanzen auf den Kuppen der Wangen, die vom Lächeln umflutet sind. Das strahlende Türkis in den Augen wetteifert mit dem Blaugrün des kleinen Bergsees, der sich in einiger Entfernung hinter der jungen Frau an die Flanken der steil ansteigenden Hügel schmiegt, erhellt vom Mondlicht, vom Morgenlicht, Entschuldigung. Die Augen des Mädchens sind am Blick des Betrachters vorbeigerichtet, fixieren etwas außerhalb des Bildes. Die Finger sind ins volle kastanienbraune Haar getaucht, auf dessen Lockenbogen die Margarite schwimmt, wie eine kleine weiße Insel in der dunklen, aufgewühlten See. Eine junge Frau, fröhlich, erstaunt, liebreizend. Hektisches Klappern erfüllt den Raum. Schon beim ersten Anschlag verändert sich das Bild. Die Blätter der Margarite lösen sich auf, das Lächeln zerfällt, alles bricht auseinander, die Augen, die Wangen, die Locken, die Berge im Hintergrund. Ein neues Bild beginnt sich zu formen, erst ruckartig, dann klarer, kein See, keine sonnige Landschaft, keine junge Frau im hellen Sommerkleid sind mehr zu sehen. Stattdessen werden Wände sichtbar, ein Zimmer, gehüllt in schales Grau. Schwache Streifen von Lichtzickern durch die halb geöffneten Jalousien stechen wie kleine gelbliche Lanzen ins Zimmer, treffen auf ein Bett, das den Raum ausfüllt. Über dem Bett hängt ein großes Kreuz, als hätte jemand mit vertrocknetem Blut zwei einander schneidende Balken an die Wand gemalt. Im Bett liegt eine Gestalt. Dann ging es ganz aus. Joe seufzte. Naja, die Lampe ist seit einer Woche kaputt. Ja, murmelte sie. Aber eines Tages würden sie sich begegnen, keine Frage. Mann, wie peinlich wäre das. Sie hätte Joe gesagt, dass sie erst seit kurzem einen Account bei dieser Partnerbörse besitze und er der erste Mann sei, mit dem sie sich getroffen habe. Hoffentlich hielt Hans die Klappe. Er war garantiert nicht daran interessiert, dass seine Nachbarn von dem Treffen mit ihr erfuhren. Du wirkst etwas angespannt, stellte Joe fest. Ist es dir lieber, wenn ich dich nach Hause bringe? Nein, ist schon okay, sie lächelte. Ich kenne jemanden, der hier gelebt hat. Keine schöne Erinnerung, log sie. Das tut mir leid. Aber du musst dir keine Sorgen machen. In diesem Haus wohnen lauter nette Menschen. Bis auf Hans, dachte sie. Das blechende Rattern des näherkommenden Fahrstuhls und die dunkelrote Farbe an den Wänden waren ihr noch lebhaft in Erinnerung. Verflucht. Am besten war so rasch wie möglich mit der Wahrheit herauszurücken und zuzugeben, dass sie bereits seit 2 Jahren Mitglied bei dieser Partnerbörse war. Und dann zugeben, dass sie sich mit bisher 2 Dutzend Männern getroffen hatte. Manchmal sogar mit 2 gleichzeitig. Immer auf der Suche nach einem reichen Kerl, der gut aussah und ihr das Architekturstudium finanzierte. Ja, genau, guter Plan, Carla.
Sie trat in die Kabine und Joe drückte auf den Knopf für den vierten Stock. Das oberste Stockwerk. Carla wurde übel. Wie viele Wohnungen gab es dort? Zwei, soviel sie sich erinnerte. Joe wohnte also Tür an Tür mit ihrem ehemaligen Date aus der Partnerbörse. Wie lange wohnst du schon in diesem Haus? Der Lift ratterte nach oben. Joe ließ den Schlüsselbund um den Finger kreisen. Na, seit 2 Jahren. Die Miete ist günstig für eine 110 Quadratmeter Wohnung und du wirst die Aussicht lieben. Von der Dachterrasse aus siehst du den Stephansdom. Ich kenne diese Aussicht bereits. Die Fahrstuhltür öffnete sich und Joe führte sie durch einen Gang hin zu einer Wohnungstür, an der ein Schild unter der Türklingel hing. Johannes. Das war klar. Mein Gott, wie dumm war sie gewesen. Bist du betrunken? Fragte Mark. Was? Der klang schockiert, vielleicht tat sie auch nur so. Nein, ich bin nicht betrunken. Bestimmt nicht, weil du dich gerade so aufführst. Ich hatte ein paar Drinks. Du hattest mehr als ein paar Drinks. Hör zu, ich habe dir gesagt, was ich empfinde mit dir und dieser Frau, aber das scheint dir egal zu sein. Du wirst einfach nur aggressiv. Wir sind mit Karen befreundet. Seit wann ist sie diese Frau? Seit sie versucht, mir meinen Mann auszuspannen. Gott im Himmel, Depp, hör auf damit. Es war doch nur Händchen halten. Du gibst es also zu. Ein paar Sekunden lang, vielleicht 2 Sekunden, Herrgott nochmal. Es geht um mehr als Händchen halten, klar? Es geht um alles zwischen euch beiden, wie ihr euch anseht. Es war beim Essen so eindeutig. Und als du diesen Witz erzählt hast und Karen aufstand und in die Küche ging, hast du gewartet. Du hast gewartet, bis sie zurückkam und dann erst hast du die Pointe erzählt. Ja, das nennt man Höflichkeit, sagte Mark. Du hättest nicht gewartet, wenn ich oder sonst wer in die Küche gegangen wäre. Es war wegen ihr. Du hast wegen ihr gewartet. Nein, ich habe gewartet, weil sie den Witz noch nicht kannte. Du aber schon. Und er interessierte sie. Darum habe ich... Hey, du solltest dich mal hören. Hör dich doch mal reden. Greifst mich an, gehst auf mich los, nur weil ich einen Witz erzählt habe und höflich war. Als hätte ich ein Verbrechen begangen oder so. Du weißt ganz genau, wovon ich rede, ja? Sagte Deb. Du hörst nicht auf damit. Du machst einfach immer weiter, weil du das willst, weil du... Weiß auch nicht, weil du irgendeine Reaktion von mir willst oder was und du machst das so offensichtlich. Wahrscheinlich begreifst du gar nicht, wie peinlich das für mich ist. Was meinst du damit? Mark wandte den Blick kurz von der Straße und sah Deb an. Hat jemand was gesagt? Nein, niemand hat was gesagt. Niemand braucht was zu sagen, antwortete Deb. Aber alle haben es gesehen, alle merken es und bestimmt denken sie sich ihren Teil. Denken was? Mark wurde lauter. Scheiße, das ist lächerlich. Zwischen mir und Karen läuft nichts, rein gar nichts. Ich will, dass du dich von ihr fernhältst, sagte Deb. Sonst rede ich mit ihr. Was? Marks Hände umklammerten das Lenkrad, als wolle er es erwürgen. Jetzt mach mal halblang, ja? Das läuft hier allmählich aus dem Ruder. Was regst du dich denn so auf? Sagte Deb. Wenn wirklich nichts läuft, wenn sich alles nur in meiner Fantasie abspielt, warum sollte es dir dann was ausmachen? Weil sie eine Freundin ist, unsere Nachbarin, sagte Mark. Unsere Kinder sind mit ihren Kindern befreundet und... Sag lieber nicht zu ihr, bitte nicht. Das führt nur zu Stress. Du willst doch keinen Stress, oder? Ich will nicht mehr drüber reden. Sag ihr nichts, Deb. Bitte. Ich hab gesagt, mir reicht's. Es war einmal ein kleiner Junge namens Talib. Der lebte mit seinen 3 Schwestern, seiner Mutter, seinem Onkel, seiner Tante, seinen 2 Cousinen und seinen 3 Cousins in einem Haus aus Blech. Und das Blech war so dünn, dass er in der Dunkelheit der Nacht die Hyänen heulen hörte. Doch er hatte keine Angst vor den toten Räubern der Savanne, denn sie waren seine Freunde. Er kannte sie von seinen Streifzügen durch die Halme des Napier und sie kannten ihn. Gemeinsam untersuchten sie die toten Dinge am Boden, gemeinsam streckten sie das Gesicht in den Wind und heulten in den Horizont. Manchmal war das Herz des Jungen voll Sehnsucht. Sie schlug um sich und machte sich dick, sodass er Angst hatte, sie würde ihn zum Bersten bringen. Wenn er diese Schmerzen hatte, konnte er nicht anders, als zu laufen und zu laufen. Er strampelte mit seinen noch kurzen Beinchen, doch der Horizont kam nicht näher, kein einziges Mal. Und immer, wenn die Sonne ins Gras fiel, weinte er. Als er noch ganz klein war, tat er dies herzzerreißend und laut. Als er ein bisschen größer wurde, schamhaft und leise.
Sein Onkel weinte nicht, Nachbar Mahmud nicht, Nachbar Abedi nicht, Lehrer Samir nicht und auch nicht der große Saran, den alle um Rat fragten. Und schon gar nicht Pilli, der sich vor 3 Monaten seine ältere Schwester geholt und sie nach 1 Monat wieder zurückgebracht hatte. Seitdem weinte Kissa. Doch kein Mann weinte. Und wenn der kleine...